Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Es ist mittlerweile 14.14 Uhr. In einer Stunde ungefähr kommen Leon und Anna zu mir und dann holen wir noch Yonja ab. Ich habe irgendwie jetzt immer falsch ausgesprochen. Wir gehen heute shooten, es ist mega heiß, also es ist gerade voll schwer auch Outfits rauszusuchen. Ich finde, wenn es so mega warm ist, ist es auch immer richtig schwer. Zu kalt und zu warm ist schwierig. Ich glaube, ich will kurz noch mal mein Auto aussaugen gehen. Mit meinem Roboter geht es ja ganz gut. Leute, ich bin so abgefuckt. Ich habe zwei Sachen bestellt. Ich brauche das für etwas. Es passt aber nicht so ganz. Und jetzt habe ich bei zwei verschiedenen Shops bestellt. Und genau bei beiden war kein Rücksendeschein dabei. Und wenn ich das halt so online mache, dann drückt man auf hier Rücksendeschein ausdrucken. Steht bei beiden Seiten, unabhängig voneinander, Error. Und jetzt habe ich im Kundenservice geschrieben. Aber man hat ja immer nur so eine begrenzte Zeit zurückzuschicken. Und ich glaube gar nicht, wie es mich abfuckt. Egal. Egal. Immerhin war bei einer Sache wenigstens was Richtiges dabei, aber das andere war alles falsch. Ja, ich gehe kurz Dings bestellen. Mein Auto aussaugen. Ich saug kurz mein Auto aus, ja? Ja. Because I find it dirty. Ich habe auch meinen Kameraadapter irgendwie in Köln vergessen, also oder verloren oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass der irgendwo im Auto liegt. Das ist jetzt auch. Zum Glück ist es nicht. Mega viel gewesen, aber hier ist unsere Kleingelddose. Schubi weg. Ich nehme Schubi jetzt einfach mit runter und der ist voll aufgeregt. Ja, was habe ich denn hier in der Hand? Was habe ich denn hier in der Hand? Bist du aufgeregt? Ohne Leine? Das wird ganz, ganz spannend, oder? Ohne Leine? Ja. Ja, okay. Ich fahre jetzt runter und dann sage ich das Auto aus. Hör mal, Anna, Leon, wenn ihr das seht, ich mache extra für euch sauber. Okay, ich habe das Kartending nicht gefunden, Auto ist jetzt aber gesaugt. Also halbwegs, so gut wie es ging. Es war jetzt ein bisschen anstrengend, weil Schubi ja ohne Leine dabei war. Und ich habe ihn dann immer so ins Auto gepackt. Aber du hattest Spaß, ne? Das ist die Hauptsache. So, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Okay, ich habe noch 15 Minuten gebraucht. Dann mache ich mir jetzt mein Haar rein, plane meine Outfits schnell. Dann sind die auch schon gleich da. Ja, jetzt habe ich noch eine Stunde, also. Aber ich muss dafür ein Fahrzeug schon. Ich muss das Auto zu verkennen. Gleich schnallt hier irgendeine Tür. Okay, ich finde Outfits raussuchen irgendwie immer so mit Abstand am schwersten. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal kurz meine Haare. Also ich habe mir schon mein Outfit jetzt gerade angezogen. Also das ist jetzt mein erstes chilliges. So, hier, jetzt mache ich heute mal mein langes Haarteil rein. Ich habe heute irgendwie Bock drauf. Das kann man ja auch abmachen. Aber dann habe ich so ein bisschen Variation, weil ich habe zwar die Bilder von Norman, also mit dem Shooting von Norman noch immer noch nicht. Vielleicht, wenn dieser Vlog online ist. Vielleicht hat er es geschafft. Ist ja auch nicht schlimm, der hat mega viel zu tun und das ist ja normalerweise ein Fotograf, der Geld dafür bekommt und mit uns schuldet er freiwillig, deswegen bin ich da überhaupt nicht, anspruchsvoll. Aber ich hätte trotzdem mal gerne wieder ein paar Bilder. Ich habe irgendwie eigentlich gar keine mehr. Ich liebe das. Also, mir haben voll viele geschrieben, dass es bei denen nicht so gewirkt, aber bei mir ist das irgendwie richtig geil, weil sonst machen alle, meine Haare sind halt auch sehr trocken so von sich aus. Sonst machen alle Trockenshampoos meine Haare immer so mega trocken und das gefällt mir einfach so gut. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr keine trockenen Haare habt, das dann vielleicht nichts bringt. So, ich habe irgendwie voll vergessen schon, wie man das hier macht. Also irgendwie trennt man sich immer so eine Haarpartie hier ab, auch hinten, damit es hinten dann da drüber lappen kann. Auch eine nice Frise, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und dann, achso, das Ding sollte ich auch erstmal durchkämmen. Das habe ich von der gleichen Firma wie meine Zöpfe, also von diesem Zala her. Ich habe nur leider jetzt gar keine Ahnung, welche Farbnuance, aber ihr seht ja, das hat so einen Ombre-Effekt. Also es war so ein Ombre-Haarteil und es hat noch Strähnen. Also das ist keine einzelne Farbe und ich glaube auch nur deswegen passt es so gut, weil ihr seht, an sich ist es ein bisschen heller als meine Naturhaarfarbe. Ein Grund, warum ich meine Haare wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit erstmal nicht färben werde, weil meine ganzen Haarteile, die mir mein Leben so krass erleichtern, weil man so schnell Frisuren variieren kann und so erleichtern, sind alle in dieser Natural Farbe. Deswegen no hellblond for me. Ich glaube, ich mache das nächstes Jahr. Wollen wir das sagen? Dieses Jahr ist die Natural Haarfarbe, nächstes Jahr blond. Irgendwas habe ich verkackt. Ja, ich weiß, was ich verkackt habe. Ach, Mann, oh. Ich muss so eine Strähne hier vorne weglassen. Warte. So ist das doch in Ordnung. And again. Voll geil, diese Dinger bleiben einfach so lange so gewellt und deswegen muss ich die eigentlich nie neu machen. Aber vielleicht macht mir noch ein bisschen mehr Wellen rein. So, dann kommt es immer hier hin, wo dieser Scheitel ist. Klippt man das einfach hinten fest. Die Haare gehen einfach mega gut ineinander über. Ich sollte jetzt meine eigenen hier noch ein bisschen locken. Und dann, wenn ihr die hier abmacht. Long Hair Loops.
kämme ich das alles mal so auf eine Basis. Alter, mir wird so warm werden mit diesen Haaren. Das Problem ist halt, dass es an so einer Schnur hängt und deswegen sich ein bisschen schon verfiddelt. Und manchmal im Laufe des Tages kräuseln sich die Haare dann hier auch hier an der Schnur so ein bisschen zusammen. Aber das kann man dann einfach ganz easy peasy beheben. Und dann zupft alles raus, was eingeklemmt ist. Jetzt verblende ich den Bums noch und dann habe ich lange Haare. Ich mache jetzt hier nochmal so ein kleines Lockentutorial. Das haben sich ein paar gewünscht. Das Problem ist nur, eigentlich mache ich halt wirklich nichts. Also ich verstehe nicht so ganz, wie man keine Locken machen kann. Ich nehme immer hier dieses Dyson Coral. Ist schon sehr teuer, aber das ist sehr breit für ein Glätteisen. Ich finde, damit macht das irgendwie coole Waves. Also das sind so ein bisschen größer. Oh, ich habe mir gerade so Öl auf die Beine gemacht, Leute. Hat Caro empfohlen. Ich muss das mir nachkaufen. Hier dieses, das. Es soll glänzen. Aber das, ich finde, Öl auf der Haut ist halt immer irgendwie ölig. Schön, dass ich mein Schrank die ganze Zeit offen ist. Ach je. Wir sind hier bei Loops. Hier ist alles drunter und drüber. Ich werde mir jetzt noch ein Hitzeöl. Ich check das nicht. Das soll Hitzschutz sein von Kat Stars. Das ist ein Öl. Ist das nicht eigentlich nicht gut? Wisst ihr was? Da steht Hitzeschutz drauf. Ich benutze das auch als Hitzeschutz. Ich hätte mir ein Handtuch auf meinen Stuhl legen sollen. Kennt ihr das? Das ist viel besser dann. Okay, ich zeige euch das mal kurz. Jetzt verblendet sich das auf einmal doch ganz gut. Ich zeige das euch mal hier bei so einer Strähne, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich nicht so gut verblendet. Das ist jetzt mein echtes Haar. Ich nehme einfach hier das Glätteisen. Ich kann das übrigens auch auf der Seite nur in eine Richtung drehen, und zwar nach innen. Und eigentlich müsste man es nach außen drehen, aber das kann ich nicht. So, tada, a wave. Dasselbe machen wir hier. Ja, ich weiß, dass du keinen Akku mehr hast, Bruder. Hier machen wir es nur nach außen, weil es soll eigentlich auch nach außen, aber ich schaffe es auf der anderen Seite halt nicht. Und mehr mache ich nicht. Also so mache ich einfach die ganzen Haare. Also jetzt würde ich zum Beispiel hier, damit es sich besser verblendet, so eine obere Strähne nehmen und langsam runterziehen. Tada. Und so mache ich das bei allen Strähnen, wo ich das Gefühl habe, dass die noch nicht ganz und fleeky sind. Je länger ihr auch auf einer Stelle bleibt, desto weniger flach. Also ich kann nochmal hier kurz zeigen, weil ich finde die gerade noch nicht perfekt. Die ist mir zu flach sozusagen. Ja, wenn ihr jetzt länger so macht und nicht so schnell runtergeht, dann ist die auch geschwungener, seht ihr? Die Vorderpartie, da ist immer echt relativ wichtig, dass die ganz gut wird, weil die springt zuerst ins Auge. Und ich mag's. Und zum Glück ist mein Haarteil schon gelockt, weil ich hatte gerade gar keinen Bock, überall Locken reinzumachen. Ja, ich weiß das nicht. Hier vorne zum Beispiel mag ich mir eine Locke, die werde ich auch gar nicht ändern. Nur dieses Ding hier unten vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen cleaner machen. So, oh, das steht mir jetzt zu doll ab. Und dieses junge Ding schließen wir jetzt mal an. Man kann die Haare auch in das Ohr klemmen. Man kann jetzt hier mit geilen krassen Zopf machen oder so, aber das muss man auch nicht. Ich lasse das jetzt echt so. Man könnte jetzt so ein Haar, so einen Zopf hier hinten machen, was ich auch schön finde. Oder halt, ja, also retuschieren kann man auf Fotos ja eh alles, also von daher juckt. Ein Tipp von mir ist übrigens, die Haarteile immer, wenn sie nicht im Haar sind, zu machen. Also dieses ganze Haarteil habe ich jetzt auch gelockt, während es nicht in meinen Haaren war, weil dann zieht das nicht so an euren eigenen Haaren die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann, weil sonst nervt es wirklich schon. Also einfach rausnehmen, irgendwo einklemmen und dann irgendwo wellen. Okay, Leute, hier habe ich eine Kiste mit Accessoires. Und hier habe ich meinen ganzen vollgepackten Koffer, als würde ich auf einen Daytrip gehen. Das ist, wenn Influencer einen Fotoshooting-Tag machen. Aber ich will einfach immer für immer was dabei haben. Manchmal hat man dann an einer Location irgendwie so zwei richtig geile Orte und dann ärgert man sich, dass man gleich aussah. Deswegen, yes. So, ich habe jetzt auch noch drei Taschen mitgenommen. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Ich glaube, ich sprühe noch ganz bisschen Sonnencreme auf mich rauf. Weil ich habe letztens ein bisschen Sonnenbrand, also auf dem Boot zum Beispiel, wo wir waren, habe ich nicht Sonnenbrand bekommen. Aber als ich shooten war, schon. Deswegen, was ist das für Gesicht? Das hier ist guter. Invisible Sonnenschutz. Ich creme das mir jetzt schon direkt drauf, ganz ehrlich. Ja, Schubi, Peppa geht gleich mit dir, Gassi. Währenddessen toaste ich gerade ein Brot in meinem Toaster. Immer schön Rücken und Schultern, auch wenn mein Rücken jetzt echt von meinen Haaren überdeckt wird. Und hier habe ich letztens richtig Sonnenbrand bekommen. Eincreme ist wichtig, Leute. Genauso wie mit Fahrradhelm Fahrradfahren und unalkoholisiert Autodriven und mit keinen hohen Schuhen oder Schlappen. Ich frage mich das immer bei so Paparazzi-Fotos von so Hailey Bieber und so. Steigen die immer mit High Heels aus dem Auto? Und dann denke ich mir so, haben die immer einen Driver oder
fahren die auch mit Heels. Das ist doch voll. Ich traue mich nicht mal mit Sandalen, also mit offenen Latschen zu fahren. Ich habe das halt so gelernt. Und ich bin in sowas einfach immer. Ich habe es so gelernt, also mache ich es auch so. Why not? Nimm das mal mit, falls ich das Gefühl habe. Wollen wir mitnehmen? Muss ich es. Alman Loops wieder im Stress. Anne und Leon sind irgendwie die ganze Zeit noch nicht da, obwohl die schon vor 45 Minuten eigentlich hier sein wollten. Jonja muss in 7 Minuten abgeholt werden und ich mache mir einfach Druck. Das nervt mich jetzt gerade voll. Egal. Was soll's? Da sind sie. Nee, da sind sie nicht. Das ist die Post. Ich kann es gerade nicht glauben. Wie spät sind sie denn drin? Man, wirklich, jetzt kommt wirklich der Alman aus mir raus. Aber ich hasse das halt, wenn ich so die Verantwortung für alles irgendwie habe, weil ich das Auto habe. Und Jonja, ich weiß nicht ganz genau, was Jonja nicht weiß. Okay, jetzt haben die auch geklingelt. Das heißt, die Postboten und die beiden kommen zeitgleich. Ja, lief mich gerade so krass im Alman-Modus aus, so wie ich hier so in diesem Guckloch stehe und stalke. Oh, ich reg mich so auf. Egal. So, tschüss. Ich werde jetzt meine Kamera schon mal einpacken, damit ich nichts vergesse. Hallo. Was geht, Leute? Ich bin jetzt in Carpool Karaoke. Oh, ach genau. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Nur mit No Copyright Music. Lügen darf man nicht. Aber ich wollte nur mal sagen, man. Leute, wir sind jetzt vereint. Sonny, ich finde vor allen Dingen sehr beeindruckend diesen Kameramount fürs Auto, den du da hast. Krass, oder? Das ist so krass. Ja. Das hält aber perfekt. Man kann auch richtige Kurven fahren. Ja. Richtige Kurven? Sogar richtige Kurven, Wallah. Hast du einen? Sei nicht angeschnallt, sag mal. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, das muss man sich schon mal anschnallen, hier hinten auf dem mittleren Sitz. Was denn aus der, wenn ich so erleuchtet wegen diesem Dach hier oben? Ist schon auch. Gut, perfektes Licht. Abgehoben. Ja. I'm an angel. Sitten. Und sie beißt sich auf die Lippen. Ich finde das Lied irgendwie gar nicht geil. Ja, sorry. I'm sorry, but das Lied catcht mich dann doch nicht. Aber darf man nicht immer 15 Sekunden von einem Lied drin haben? Nee, also ja, das war mal irgendwie so ein Gerücht, aber ich glaube eigentlich. Es reicht jetzt. Alles in Ordnung. Der Hintersitz ist nicht angeschnallt. So, Leute, wir haben uns jetzt hier vor allen Leuten umgezogen, wie ihr seht. Und vor allem diese Männer da hinten starren uns die ganze Zeit an und Anne und Leon machen jetzt gerade schon das erste Bild. Mal gucken, wie das wird. Hi, my name is Sonny Loops and this is Jackass. Ich hätte halt die hohen Schuhe halt danach angezogen. Ja, aber ich bin halt auch kleiner. Hä? Dieses Argument kann ich nicht verstehen. Das ist gut. Ich glaube, ich schaff das nicht. Okay. Ich bin hier hoch und dann gewartet doch jetzt. Oh mein Gott. Richtig Takeshis Castle, ey. Ja. Oh mein Gott. Ich. Nee. Ja. Guck mal, ihre Beine sind 8 Meter länger als meine. Und ich hab nur Schuhe an. Naja. Guck mal, wenn das nicht mit so einem Wasser wäre, würde man gar nicht so einen Schiss haben. Ja. Und dann so denken, dann das war jetzt eine schwache Aufnahme für deinen Vlog, wenn du da nicht hochgehst. Small, ne? Do it for the vlog, girl. Do it for the vlog. Das ist ja jetzt relativ schwach. Hast du da reingefasst? Ach, sorry, dann machen wir von dir halt einen anderen Film. Oh mein Gott. Man kann da hinten noch gut runtergehen, ne? Ja, komm, ich schaff das nicht. Perfekt. Die Alte traut sich selber nicht, also. Ich trau mich nicht. Hab ich aber auch von Anfang an gesagt, ja? Krass, ey. Das ich geh da jetzt hoch. Komm, jetzt komm. Ja, ihr schafft das safe. Komm, ihr seid viel größer als ich, ihr schafft das. Angepisst, gehackt zum zweiten Mal. Macht's mir nach. Anne wurde einfach zum zweiten Mal auf Instagram gehackt, obwohl sie 2-Stufen-Authentifizierung angemacht hat. Habe ich das schon erzählt? Nee, weiß nicht. Hat. Und deswegen folgt jetzt mal alle Annes Instagram-Profil, weil jetzt ist sie wieder 0 Follower, muss wieder anfangen und sie ist angepisst. Ich finde den Namen so lustig. Wegen An und dann an Christine angepisst. Boden? Ich weiß nicht, ob das cool aussieht, okay? Wo sind die Körper denn? Die Körper sind auf mir. Nur der Kopf, oder? Guck mal. Man kann nicht den Monitor aufnehmen. Schaut mal, so. Und dann. Von der Seite oder alle gleich? Ich weiß es nicht, Rileon. Rileon? Rileon?
So? Ja. Nein, wo? Von hier musst du das Bild machen. Ach so. Ja, von oben. Ja, dachte ich ja. So. Aber muss ja viel näher ran. Aber sieht das cool aus? Weiß ich noch nicht. Aua. Ich glaube, das könnte voll das geile Porträt sein. Oh, Leute, das ist wieder ein produktiver Tag. Macht Spaß. Ach so, mein Akku ist leer. Perfekt. Ach, ich habe einen Wechselakku. Ich bin so gut. Wie sehr hast du mich gerade angepisst? Ich? Ja. Ich bin nicht angepisst. Also. Nee, das waren so viele Wortspiele in einem. So Leute, wir sind jetzt nach Foden gegangen hier, Hammer. Super, zwei Gesellen sind uns gestoßen und das ist übrigens Justin Bieber. Oh mein Gott! Ich muss jetzt kurz meine Haare scannen, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Mein Haarteil sitzt den ganzen Tag picobello, obwohl es so windig. Leute, es hat, also zwischendurch dachten wir so, oh Mann, es war viel zu windig, aber ging eigentlich klar. Ich mag gerade meine langen Haare irgendwie übelst. Also, ich bin saufroh gerade über dieses Haarteil. Es war einfach ein mega schöner Tag. Ich habe mich verständlich mit Jonja auch so mega gut. Ist ja die Freundin von Jam. Und Jam, also Haptic, ist der Typ, warum Marcel und ich uns überhaupt kennen. Also richtig lustig. Wenn wir nur ganz bisschen mein Gesicht abpudern. Also ich will jetzt nicht Concealer oder so drauf klatschen, weil. Ja? Ja, ich mag dich. Ist nur Red Bull. So Leute, Vlog geht weiter. Ich habe gerade nur mein Handy parat. Ich habe gerade schon mit Caro Podcast abgenommen. Jetzt gehe ich wieder mit Schuli. Zweite Runde, muss erst noch bei Jonas. Also es musste heute mal wieder zu Jonas, weil die ein Placement zusammendrehen müssen. Und ich werde gleich ein bisschen das Wohnzimmer aufräumen. So, ich bin jetzt wieder oben. Das Futter, was wir für Schubi haben, in seiner Schubi-Schublade einräumen. Und hier sind noch die Leckerlis drin, deswegen steht er jetzt hier Leckerli. Gerade habe ich auch noch zwei Pakete angelacht, die immer noch in meinem Zimmer sind. Und zwar die, wo der Kundenservice mich sich immer noch nicht seit zwei Tagen bei mir meldet. Das regt mich extremst auf. Und ich weiß gar nicht, während ich jetzt hier einräume, kann ich mal kurz einen kleinen Real Talk halten. Und zwar, ich habe ja in meiner Story so gesagt, so ja, ich will nach Köln ziehen und bla bla bla. Und mir hat Köln einfach so, so gut gefallen, weil ich da einfach so viele Freunde habe. Und ich wollte mich mal für euer ganzes Feedback bedanken. Also mir haben so viele da voll die hilfreichen Sachen gesagt und so. Und genau ein Tag, also gestern war der Tag sozusagen, nachdem ich so diesen kleinen Down hatte und zusammengebrochen bin und mir so dachte, oh Mann, ich muss nach Köln, nur in Köln kann ich glücklich sein. Und ich hatte gestern auch so einen schönen Tag in Berlin, also es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich war auch shooten, ich habe auch mit Freunden dann gegessen und abends waren wir noch in einer Bar mit anderen Freunden und so. Das war so genau der Vibe von Köln, weil da habe ich mich ja auch immer von der Stunde mit dem und dem getroffen, danach mit der und der. Und ich mag das einfach immer so, wenn ich so viele Leute treffen kann. Und ich mag es auch, wenn meine Freunde zusammen eine Gruppe ergeben können. Also ich mag einfach meine Freunde alle miteinander zu kombinieren. Irgendwie chillt mich das so ein bisschen, weil ich immer hasse, die Person zu sein, die immer alles planen muss und immer die Ansprechpartnerin zu sein und so. Ich bin immer lieber ein Teil einer Gruppe so, als ein Einzelkämpfer. Auf jeden Fall hatte ich gestern auch für den schönen Tag und jetzt eilt es nicht mehr ganz so stark nach Köln zu ziehen. Aber ich mache mir darüber auf jeden Fall jetzt mal die Zeit Gedanken. Durch Airbnb und so kriegt man ja auch extrem gute Chancen, habe ich ja schon gesagt, glaube ich, sowas mal auszutesten. Ja, ich schaue jetzt mal, aber ich wollte mich echt nochmal für euer ganzes Feedback bedanken. Das war so, so cute. Das hat mir teilweise wirklich extrem geholfen, so in meinen Gedankenwegen und so. Seht euch sowas auch, also ich schreibe mit euch dann so deep in der Story, poste ich sowas, einfach damit ihr euch nicht so alleingelassen fühlt, weil ich glaube gerade, dass man sich auch so, also ich glaube einfach, dass sich viele Leute oft in ihrem Leben so lost fühlen und nicht wissen, wo sie hingehören und wo sie hin sollen und so. Und ich glaube vor allem, wenn man irgendwie so im kleinen Dorf aufgewachsen ist und da so den richtigen Weg zu finden. Vielleicht habt ihr einen Hof oder so und euer Vater will, dass ihr übernehmt oder sowas. Man sollte eigentlich wie immer auf sein eigenes Herz hören und ich glaube, das eigene Herz weist einem schon den richtigen Weg. Und wir haben im Endeffekt nur dieses eine Leben. Ich probiere die ganze Zeit, guck. Im Endeffekt nur dieses eine Leben und wir sollten daraus einfach das Beste machen und nichts ist für immer. Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, man denkt immer so, boah, das ist jetzt endgültig, wenn ich mich dafür entscheide. Nein, wenn du Bock hast, das ist ja das Gute so an der heutigen Zeit, kannst du einfach machen, was du willst in Deutschland. So du, wenn du willst, kannst du mit dem Rucksack dein ganzes Leben hier lang jetzt oder für die nächsten drei Jahre irgendwo lang reisen. Nichts ist für immer, auch wenn es einem oft so vorkommt. Eine Trennung, Trennungsschmerz, nichts ist für immer. Das ist einfach wirklich krass und das sollte man sich einfach noch viel öfter so vor Augen halten, finde ich. Das ist auch irgendwie ein trauriger Gedanke, muss ich sagen. Also wirklich, ich finde den Gedanken an sich eigentlich eher traurig, aber man kann vielleicht versuchen, ihn ein bisschen positiv zu sehen. Was man vielleicht aber auch noch sagen sollte, es ist auch nie zu spät. Also als ich
damals mit YouTube angefangen habe, haben auch voll viele schon gesagt, so, ja, du bist ja voll spät dran und so und bla 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 und du kannst jetzt gar nicht mehr groß werden und so. Und siehe da, es hat trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Also probiert euch einfach aus. Für nicht ist es zu spät. Man kann auch mit 60 noch lernen, Ballett zu machen, also wenn man darauf Bock hat.